ob wir jetzt überhaupt richtig sind und ob das jetzt überhaupt wichtig war, dass wir jetzt alles im Vorfeld gemacht haben, oder was ist denn, wenn wir jetzt alle Spots überhaupt haben und dann das Spiel dann automatisch beendet oder kommt dann irgendwas? Oder was passiert dann, ist die Frage. Okay, scheiße, Freunde, ich glaube, wir sind hier... Ich glaube, wir sind hier mitten in der Höhle des Löwen. Boah, fuck it, ey. Scheiße, Mann, ey. Okay, Ruhe bewahren, Ruhe bewahren. Ich scheiß mir gleich in die Hosen, aber Ruhe bewahren! Okay, Mann, fuck. Fuck, was ist hier passiert, Mann, ey? Tausende. Tausende von Skelette. Tausende Schädel und alles. Alles sehr mysteriös hier. Hieroglyphen, irgendwelche Schnitztouren hier. Boah. Also das ist schon nicht mehr menschlich hier. Das ist übertrieben. Das ist übertrieben hier, Freunde. Okay, was haben wir hier? Whoever you are, if you are reading these words, I beg of you, help us. We are in a place they call Post Office Box 5. I don't know where this is. I don't even know what year it is. They are not allowing anyone from the outside to have contact with us. They lock us up in cells, 4 in each. I saw dozens of cells like that. They talk about something they called Anomaly 7. Every day we undergo tests, research, tortures. I have seen how they kill people. I have seen terrible things. Write about it. Let the world know. They conduct the worst experiments possible. They have something that we call the fear chamber. There is no way to say what will happen to the person that ends up there. Some come back, but are no longer themselves. They are absent. Others are dragged out dead. Only few stay sane. I have seen a bright orange light, which spoke to me in demonic voices. And showed me things worse than any nightmare you can possibly dream. Sometimes people come out of there with broken bones, mutilated, crushed, irradiated, dismembered. I can't take it in anymore. Take away these images. There is a scientist amongst us. He said that during their sick experiments, they discovered something out of this world. They are trying to test it. The truth is that it is testing them. He told us that there are more places like this around the world, and there will come a day the gates of hell will open. You have to stop this. Destroy it. Destroy us. Kill us all. The center is governed by something that is called the Soviet Research Unit for Natural Phenomena. I have seen this on an ID card of the man that was interrogating me. He said we were prisoners. Convicts, murderers, rapists, thieves. But that is not true. I have done nothing wrong. I hate them all. They call us subjects. No names, but subjects. I am Subject 73. I don't even remember my real name. I beg of you, please help us. Burn it all to the ground. If only this letter reached beyond the walls of the center. If only the guard who promised to take it has kept her promise. You have to do something. I swear by all that one holds sacred, you have to! My only cellmate, Anton, whispers in my ear that everything is going to be fine. That the orange light is singing in the voices of hundreds of angel choirs. Anton promised me that if I listen carefully to the singing, he will free me. Sometimes, however, I think that all of this does not exist. There is no prison. There are no bars. There are no doctors. There is no Anton. There's only this frightening, piercing orange light. Boah, Freunde, hier ist ja echt ganz schön viel passiert gerade, oder? Ja, das ist auf jeden Fall, gab es hier halt, wie gesagt... Das haben wir schon festgestellt, dass die russische Regierung hier quasi so eine Art Subunternehmen hier hat am Start, ne? So eine Abteilung hier für übernatürliche Naturkatastrophen oder Phänomene, besser gesagt, Naturphänomene.
Ja, testet, dass sie ihn getestet haben, ist natürlich auch so eine Sache, ne? Das Ding testet die Menschen und nicht umgekehrt. Scheiße, was passiert jetzt, ey? Wow! Hilfe! Okay. Scheiße! Geht sie weg hier oder was? Wow! Wow, wir werden alle sterben. Das war schön mit euch, Freunde. Wir kommen hier nicht mehr raus. Hilfe! Hier ist ein Ausgang, geil. Wow, nichts wie weg hier. Da können wir nicht lang. Scheiße, Mann. Rette uns. Hilf uns, spektrales Wesen. Nichts wie weg hier. Da nicht rein ins Loch. Lauf, komm. Lauf, schneller. Wow. Boah, fuck. Okay, können wir wieder laufen? Wir können nicht laufen. Boah, scheiße, Mann. Irgendwie das ganze Gebäude hier stürzt gerade ein. Nein! Geil. Ja, da war ein Loch. Da hätte man ja mal rüberjumpen können, Senior. Aber nö, das machen wir natürlich nicht. Okay. So, das scheint ja echt gerade eine krasse Stage zu sein. Boah. Kurz vor dem Ende hier nochmal. Okay, wir müssen hier irgendwie weg. Wir müssen hier raus. Okay, hier lang war das, ne? Genau. Okay, lauf. Zack, einmal rüber hier. Kein Problem. So, dort nicht ins Loch fallen. Boah, scheiße, Mann. So, jetzt aufpassen. Kommt da irgendwas? Hier auch nicht lang, ne? Vorsicht. Ich hab leider keinen Plan, was jetzt hier gerade passiert ist. Oder wo wir jetzt hier gerade einen Abgang gemacht haben. Vorsicht. Okay, da kommt der Nebel. Wir müssen hier hoch wahrscheinlich. Wird gespeichert. Hilfe! Ja, aber was denn jetzt? Was sollen wir tun? Boah, scheiße. Was passiert da? Lass uns mal weiterlaufen hier. Okay, wir haben jetzt alle Spots. Und nun? Was nun? Was passiert da? Es kommt irgendwie von da hinten, habe ich so das Gefühl. Okay. Boah, Alter, irgendwas passiert da. Irgendwas Grausames. Wir werden da mal hinlaufen. Hier lang. Ich glaube, wir haben irgendwas aktiviert jetzt. Irgendwas haben wir in Gang gesetzt. Oder es ist jetzt wirklich das ultimative Wesen, was uns jetzt hier erwartet. Boah, was ist das? Boah, scheiße, Mann. Der Himmel. 1000 Jahre. 1000 Jahre und noch mehr verstreichen gerade. Fuck. Boah, scheiße, Mann. Wir kommen hier nicht raus. Hier ist wohl kein Durchgang. Ich muss noch hier weiterlaufen eben. Spannung. Alter, wo sind wir denn hier? Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Energie mehr. Lauf, Mann, sonst erfrierst du noch.
Okay. Okay, wir kommen dem Ursprung näher. Boah, guckt euch das an, Mann, der ganze Himmel. Es wirkt so, als würden 1000 Jahre gerade hier vorüberziehen. Innerhalb von wenigen Minuten. Nein, wir kommen hier nicht raus. Wo kommen wir denn hier raus? Boah, Leute. Was sind wir denn hier? Wir hätten womöglich doch mit dem Feuercamp irgendwie reisen können. Boah, es wird immer lauter. Das erhöht natürlich nochmal kurz den Spannungsgrad zum Ende hin. Was natürlich gut ist. Boah, alter Mann. Mann, was ist hier bloß los, ey? Spielt es jetzt auch mit uns? Testet es uns? Sind ja offenbar alle tot hier, ne? Die ganzen Skelette. Wir sind der letzte Überlebende hier. Boah. Okay, wir sind fast da, glaube ich. Was auch immer hier passiert. Oh, guckt euch den Himmel an. Guckt euch den Himmel an, Freunde. Der Mond steht, aber die Wolken ziehen umher. Kann das sein? Kann das überhaupt sein? Irgendwas passiert bestimmt jetzt mit dem Steinkomplex in der Mitte. Was war das? Okay, sie bewegen sich wieder. Scheiße, Mann. Scheiße. Wow. Das ist echt ein Naturphänomen, was man nicht erklären kann. Steine mit irgendwelchen Hieroglyphen durchzogen, mit irgendwelcher Energie. Energie aus einer anderen Dimension vielleicht. Einer höheren Ebene. Man weiß es nicht. Boah. Soll ich mich mal da drunter stellen unter dem Stein? Komm schon. Oh, fuck it. Fuck it, Mann, fuck it. Okay. Was nun? Ein paar Screenies hier für den Endscreen. Okay, wir sind leicht durch den Wind. Haben wir es? Scheiße, Freunde, wir haben... And so, we have reached the end. Have you understood your role in my plan? Nope. There are no random victims. And nobody is completely innocent. You may not agree. But when the gates to Section 22 open and the world will see true madness, you will understand that everything I had done was necessary. Okay. Scheiße, Freunde, wir sind doch tatsächlich im dritten Akt hier. Das gibt's ja gar nicht. Da hinten ist irgendein Licht. Da müssen wir jetzt hin. Ich dachte echt, das wäre jetzt schon alles vorbei, aber... Ich habe ganz vergessen, dass wir überhaupt im Akt 2 waren. Dritter Akt. Gibt es 5 Akte? Oder gar 3 nur? Boah. Überall Stimmen. Scheiße, lauf, Mann. Was ist da oben? Müssen wir da hin? Wir kommen. Warte auf uns. Falls wir dir irgendwie helfen können, dann... Boah, was ist das hier? Das ist das Camp. Boah, was ist da drinne? Was ist das? Okay, wir sind jetzt hier bei dem Kampf. Was ist hier wirklich geschehen? Was ist hier passiert? Okay. Mann, was war das? Oh, Alter, ist das laut. Produzenten Lukas Kobiak, Bartosz Moskata. Ja, Freunde. Ja, der Lukas
Kolikowski hat auch noch mitgewirkt und der Maciej Isowski. Und hast du nicht gesehen. Zwei, die drei, die Künstler alle am Start. Aber was ich sagen wollte, ist, der dritte Akt, der war ja doch relativ kurz. Ne? War jetzt nicht unbedingt so lang. Oh, hier, Musik von Iris Quartett und Arkadius Rajkowski. Super Musik. Bisschen laut, aber super Musik. Ah, hier, Mary Elizabeth McGlynn. Und Penelope Willmann Zunalk. Ja, hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, Freunde, hier cool hat, mal in Gänze durchzuspielen. War ein bisschen verwirrend an einigen Stellen. Die Story ist natürlich schon, sag ich mal, sehr undurchsichtig gewesen am Anfang. Hat sich natürlich gegen Ende hin immer noch mal ein bisschen, sag ich mal, aufgeklärt. Und durch die Erzählung der beiden, ne, hat das ja auch dann quasi ein bisschen mehr Form angenommen. Wir waren also nicht der Einzige, der hier gejagt wurde. Und ja, auf jeden Fall hat auf jeden Fall auch noch mal relativ viel Sinn ergeben, die Story. Ich meine, das mit den Komplexen, mit den Steingebilden in der Mitte, dieses übernatürliche Naturphänomen, werden wir trotzdem nicht erklären können. Und was schlussendlich dort passiert ist, werden wir vielleicht nicht erfahren. Aber wir können es uns ja denken. Ne? Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, Freunde. Und bevor die Musik hier noch ein bisschen weiter eskaliert, verabschiede ich mich und wir sehen uns wieder in einem neuen Let's Play, in einem anderen Let's Play. Bald wieder in einem Horror-LP. Ich habe da schon was Geiles für euch am Start. Uah. Und wir sehen uns bald wieder, wenn es wieder heißt Gruseln mit Onkel Bronze. Uah. You are safe.